Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen World of Trucks Event Video vom Halloween Event 2023. Ich stehe hier immer noch in Las Cruces, wo ich aufgehört habe, letzte Fahrt. Und wir schauen mal, welche Aufträge uns von Las Cruces so wegbringen. Nach Bend, Oregon. 1379. Boah. Dann ist es circa 19 Uhr, ja. Okay, machen wir, würde ich sagen. Dann muss ich zwischendurch auf jeden Fall nochmal was ausstehen und mir was zu trinken holen. Ja, das werden zweimal Pause sein. Nee, Moment, einmal Pause sein, glaube ich. 110.000 gibt es dafür. Dann sind wir bei 1,1 Millionen. Houston Cargo Terminal. Ich sag ja, wenn es Freiraum gibt zwischen Events, dann sollte ich die ganzen Sachen, die ich noch nicht erlebt habe, mal fahren über die Achievements. Das könnte man eventuell auch dann ETS 2 machen. Dann wollen wir mal. Jetzt zwischendurch muss ich mir auch nochmal was zu trinken herholen. Ebenso wie ich dann mein Handy in der Pause hole. Ich kann ja nicht beides ineinander vermischen. Wieder mal ein bisschen zu früh. Ja, 19 Uhr, gut, dann ist es 19 Uhr. Ich habe doch spät angefangen heute. Ich war zu lange wach. Dann war ich länger geschlafen. Kann ich morgen halt nicht machen. Dann beschleunigen wir mal hoch, gehe jetzt zum Glück schneller. Ja, also ja, circa 19 Uhr, wir haben jetzt 16.41 Uhr, weil ich wahrscheinlich einkaufen gehen können erst. Ich bin ein bisschen früher eigentlich, um 18 Uhr, aber gut. Karma halt, ne? Ja, ich wollte gerade irgendwie noch was anderes sagen, aber das ist mir jetzt gerade wieder entfallen. Aber natürlich freie Bahn, freie Bahn. Wir fahren wieder von derselben Stelle, wo wir abgeliefert haben. Interessant. Turn left. Nee, gar nicht wahr. Stimmt, wir fahren ja von Walbert. Da war ja was. Aber zumindest sind wir in der Nähe. Von dort, wo wir hergekommen sind. Ich fahre nochmal eine weiter, dann decken wir das zumindest auch auf. Das macht ja keinen Unterschied. Turn left. Rerouting. Turn left. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Erfreut den YouTube-Algorithmus. Turn right and then
Und wenn ihr nichts verpassen wollt, fühlt euch frei, den Kanal zu abonnieren. Go straight. Gottes Willen. Burger. Gibt das heute zwar nicht, aber. Turn right. This is where it ends. Ich erinnere mich an den Spot, oh Gott. Muss ich ja schon ziemlich weit ausholen. Wird eine fiese enge Kurve. Dann wollen wir mal 1400 Meilen nach Bend. Schauen wir uns mal kurz die Strecke an, wie viel Interstate es wird. Interstate, Freeway. Da fahren wir ja durch Moab und durch. Also danach geht's irgendwann dann wieder auf Interstate und danach eigentlich weitestgehend Interstate bis Ontario. Von Ontario dann wieder über Highways, aber wahrscheinlich eher Highways oder Freeways nach Bend. Wir fahren direkt auf die Interstate. Turn left. Turn left. Na, ja, passt. Wunderbar. Hoch auf 35. Aber es geht ja gleich. Zumindest einen einigen kleinen Abschnitt. Ach, natürlich, es war klar. Beschleunigen wir ja. Stay left and then turn left. Los, spring um. Turn left. Dankeschön. Ich war ein bisschen zu früh abgebogen, aber passt noch. Dann wollen wir auf 35 Meilen vor beschleunigen. Aber ist ein bisschen was vor uns, ne? Ich habe auch gesehen, ich muss mich nicht nur über Nebraska, nee, über Kansas informieren, sondern auf der Wishlist sind doch ein paar mehr, ne? Also es gibt drei DLCs, die gerade Wishlist-mäßig Wishlistbar sind. Habe ich noch einiges zu lesen. Zum einen Kansas, zum einen Nebraska und zum anderen Arkansas. Also eins davon wird mit Sicherheit noch in diesem Jahr rauskommen. Eine Inspection Station. Ob das ein Hint ist, dass irgendwann mal Inspections vielleicht implementiert werden, aber noch nicht jetzt. Es hätte ja was.
dass man auch Inspections machen muss. Wenn man mal irgendwie zu, was weiß ich, zu viel Gewicht drauf hat oder der Algorithmus einen gerade dazu erzwingt. Was ich mich ja frage, wir sind ja quasi gerade noch bei 1.016.000, also quasi bei 1,01 Millionen. Ob wenn wir dann jetzt nach diesem Auftrag bei 1,1 Millionen sind, ob dann da auch 1,1 Millionen steht. Prinzipiell wäre es ja möglich. Aber werden wir sehen. Ob wir die 300 Stunden noch knacken, mit Sicherheit, oder? Das ist ein 24-Stunden-Auftrag, 24-Stunden-Fahrtauftrag mit Fahrzeit allgemein. Ich denke mal schon. Ich denke mal, die 300 Stunden Fahrzeit in-game in diesem Event knacken wir noch. 16.50 Uhr haben wir es. Auch wieder so einen absolut massiven müden Punkt erreicht. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil es gerade dunkel wird. Was heute so abgeht, aber vielleicht schaffe ich es ja auch mal pünktlicher ins Bett zu gehen. War jetzt heute nicht so gegeben. Ich war ein bisschen. Es war halt auch einfach zu witzig und zu spannend. Ja, noch so bis 6:30 oder so im Voice. Normalerweise gehe ich immer so gegen 4 Uhr, 4:30 Uhr pennen. Ich habe bald Urlaub, ne? Da habe ich ja bestimmt Möglichkeiten, ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ne? Wird zwar nicht so passieren. Ich glaube. Das steht außer Frage, dass es nicht passieren wird. Aber mal gucken. Morgen kann ich ja prinzipiell auch eigentlich ausschlafen, aber sicherheitshalber den Wecker zumindest ein bisschen später stellen. So können wir nicht durch Kalifornien durch, ne? Wollen wir noch weniger vorankommen? Vielleicht doch zweimal pennen muss? Nee, nee, nee. Wird nicht so sein, wird nicht so sein. Aber hey, immerhin haben wir jetzt wieder so ein bisschen Tag-Nacht-Fahrten. Beides in einem quasi. Da fällt mir gerade ein, ich habe gerade gar nicht geguckt, wie groß das Video war. Dürfte ja wahrscheinlich nicht so 10 GB gewesen, sondern 20. Ich wird dann mit diesem Jahr vielleicht sogar schon ein bisschen eng. Das könnte ich ja also doch so an die. Na, das ist halt länger, ne?
Vielleicht ist das so 25 GB groß. Ich muss auf alle Fälle gleich. Gut, ich werde da gleich einkaufen, so nach diesem Video und dieser Folge. Aber ich werde dann nochmal schauen müssen, wie viel Platz ich dann noch habe. Gerade mal 100 Meilen runtergebracht. Wir sind bei Socorro. Fast unschwer merkt. Meine Güte, diese Lecks. Hier gerade scheinbar alles so ein bisschen rein gerade. Ja, drei Maps, drei DLCs, die noch rauskommen können. Und gerade in Arbeit sind, wo man davon weiß. Mal gucken, alles kommt, ne? Also ich schätze mal, ein Ding kommt noch dieses Jahr. Um das Weihnachtsevent herum. Es wird passieren auch gleich wieder Albuquerque. Einfach so diese Mini-Ruckler hier. Kommen nicht vom. Oh Gott. Vom Rändern. Grande Vegetation braucht gerade ein bisschen zu lange zum Reinladen, deswegen hakt das. Was gerade hier schon ein bisschen mehr ist, was reingeladen werden muss. Ach, 65, wir fahren schon 65. Da müssen wir gar nichts machen. Noch okay, wir laden jetzt von Socorro nach Albuquerque rein, deswegen bleibt es gerade so ein bisschen hakelig, leider. Ich weiß nicht, aus pausieren und dann ein bisschen warten was bringen würde, wäre wieder ein bisschen mehr Schneiderarbeit. Frontage Road, wir können nicht weiter hier bin. Weil hier bleiben. Phoenix Next Exit. Wir wollen aber weiter in Richtung Norden bleiben, ne? Weiter Richtung Santa Fe. Stay left. Na klar, wir bleiben links. Wir sind ja bei dem Autobahnkreuz von Santa Fe. Vom schönen und wilden Autobahnkreuz.
gehe mal sehr stark davon aus, dass der Tank nicht reicht bis nach Bend. Ja, Bend. Bend war es gewesen. Also tanken. Ein Zwischenstopp an der Tanke muss ich nochmal halten. Im Idealfall wäre es natürlich, wenn wir dann am Truckstop hin. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das wäre dann der optimale Fall. Wir fahren sogar bei Farmington raus. Jetzt geht's auf dem Highway. Jetzt geht's auf Highways wahrscheinlich. Ja. Oder Freeways. Stay right, then exit right. Wahrscheinlich eher Stay Right Left oder so. Ne, okay, ist eine richtige Abfahrt. Exit right. Stay left and then turn left. Beschleunigen. Turn left. Halten wir uns mal rechts. Ja, zu halten, das hat's gebracht. Ich hätte ruhig ein bisschen früher umspringen können. Die gute Ampel. 55. Gut, wir beschleunigen erst mal wieder gerade raus, ne? Ich denke mal, es wird auch wieder auf 65 gehen. Und zwar genau hier vorne. Sogar auf 70, die wir nicht ausfahren dürfen. Schön, das mit dem ausgetrockneten Flussbett auch. Und wir fahren in den Sonnenuntergang hinein. Überlegen, ich glaube, ja, doch, ja, gut, zwei Videos schaffe ich bestimmt. Ob ich das dritte noch schaffe, ist die Frage. Wäre optimal, aber who knows. Eigentlich muss ich mal anfangen, die Sachen, die ich noch backup wollte, zu backupen an Streams, was jetzt noch neu dazugekommen ist. Muss ich mal ausrechnen, ob ich das eine, was ich nochmal neu hochladen muss, weil YouTube am Buggen ist. Ob ich das hochgeladen bekomme in der Zeit? Bevor ich dann, wenn ich planmäßig um 4 Uhr wieder pennen gehe, dass ich es bis dahin dann geschafft habe.
hochzuladen. Damit der Rechner da nicht laufen muss, wenn ich penne. Gerade mal 300 Meilen hinter uns, das ist echt crazy. Und wie lange bin ich jetzt dabei? Halbe Stunde circa? Ah gut, eigentlich ist das ja sogar super in der Zeit. Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Es war so klar. Bremsen noch alle eh safe wieder ab. Aber es ist keine Wagen. Oh, das mit der untergehenden Sonne und so, das sieht auch geil aus. Mit 60 geht's hier durch. Und dann beschleunigen wieder hoch. Und allein dadurch ziehen wir schon relativ gut jetzt an den Truck vorbei. Die Frage ist, wie lange können wir auf der linken Spur bleiben? Im Überholvorgang, bevor es aufhört. Bevor uns die Möglichkeit genommen wird. Ja, noch ein bisschen und wir müssen uns eigentlich auch links halten, also passt das eigentlich sogar, sind wir schon auf der richtigen Spur. Wir sind ja doch ziemlich gut an den KI-Trucks vorbei. Western Star. Da gab es glaube ich auch ein Tuning Pack für, ne? Also ja, wie gesagt, also im Grunde genommen im übernächsten Video werde ich ja die Trucks, die ich gerade besitze, also den International und den Cascadia, den Freightliner, werde ich auf den neuesten Stand der Tuning-Teile und der Motoren und whatever bedingsten. Ja. Ne? Upgraden. Belastend. Und dann in der 1,49, dann dürft ihr mir sagen, welchen. Ich meine, im Grunde genommen ist halt, ne, also klar, die Trucks kosten dann, keine Ahnung, nicht 100.000 so, sondern sind ja gebrauchte Trucks, ne? Aber dann könnt ihr mir gerne sagen, oder ich werde eine Umfrage machen, welchen LKW ich mir dann beim Gebrauchtwagenhändler holen soll. Dem im Anschluss daran dann auch reparieren, restaurieren, whatever werden, was auch immer.
oder auch einfach nur fahren. Und ich glaube, ich mache es dann so, dass ich dann versuche, so zu machen, dass ich mit dem LKW dann die Tuning-Teile quasi reinfahre. Dann haben wir auch ein bisschen was von dem. Also wie gesagt, ich werde eine Umfrage machen, die werde ich dann so, keine Ahnung, ein paar Tage offen lassen, bevor ich sie dann auswerte. Könnte ich prinzipiell jetzt schon machen, fast, aber wir warten mal, ne? Wir warten mal ab. Bis die 1,49 noch draußen ist. Über den San Juan geht's rüber. Fast glatt 1000 Meilen noch. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur die Ampel bekommen. Ich glaube, das hätte was. Das ist, glaube ich, schon ganz eine nice Idee. Was mir jetzt auch gerade im Sinn gekommen ist, also weil ursprünglich, als ich das gesehen habe oder einen Screenshot gesehen habe vom Renault Magnum, der dann irgendwie vom Gebrauchtwagenhändler nur 15.000 kostete, laut Thumbnail, da habe ich mir auch schon so gedacht, so, ja, okay, warum denn? Ich meine, gut, das sind 15.000 so, aber auf 15.000 oder 100.000, dann kann man doch lieber dann auf einen neuen Wagen, neuen Truck sparen. Aber es ist mir gerade so aufgefallen, eigentlich ist es ja gar nicht mal so verkehrt, weil dann ist man nicht so sehr fixiert auf die schnellen Aufträge, sondern ist auch viel früher, viel freier, was die Auswahl betrifft, und man kann auch viel früher so gesehen anfangen. Also prinzipiell eigentlich eine ziemlich gute Sache, auch so für eine neue Staffel oder für ein neues Profil. Nur so für je weiter man quasi ist, desto fraglicher ist es halt, ne? Gut, man kann sich dann schneller eine Flotte aufbauen und so, ne? Also auch eine Sache. Oh. Ganz vergessen. Kriegen wir die Ampelphase noch? Ja. Sehr gut. Da ging die Switch wieder aus. Hallo? Ich weiß gerade gar nicht. Geht doch. Bisschen Uhrzeit ist ja nicht schlecht, ne? So, und wieder. Jetzt geht's auf Highways. Mal wieder. Und da sind wir unter 1000 Meilen gekommen. Wie fährt der Truck? Ich sehe es gerade schon wieder hier nicht, deswegen gehe ich mal kurz gerade in den LKW-Manager. Einfach mal zu sehen, wie viel wir mit dem Freightliner jetzt gefahren sind. 26.400 Meilen. Bei dem Lone Star. Na gut, na ja, gut, das ist noch 105 PS Unterschied. Bei Lone Star nicht ganz so viel. Denn da kam schon ein schöner Cascade raus. Turn
So. Halten. Kommt nichts, will nichts, fahren wir halt. Ich muss mal einen Plan machen, einen Plan notieren, so einen Timeline-Plan für den Urlaub. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Oh, ich habe auch noch mal Amazon nicht gemacht. Ich glaube, die soll ich mir das erst aufschreiben. Was ich noch machen muss. Nice. Silhouette des Felsens. Können wir hier bleiben? Ja. Es verengt sich ja eh wieder. Von dem her. Vier Stunden circa noch, dann wird geschlafen. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss sogar noch ein bisschen mehr ausreizen und ja auf 5 erhöhen. Ja, schon dabei. Die 45 einfach so spät gesehen. Jetzt kommt bestimmt die Waage. Wir müssen doch safe jetzt wieder rechts raus, ne? Also, die Waage haben wir, glaube ich, bisher immer mitgenommen. Oh! Welche seltene Ehre. Go straight. Dafür durften wir kurz an den Ampeln mal halten. Können wir eigentlich schon schnell auf 35 eigentlich nur, es geht noch mal runter oder 35, ja, 35. Da haben wir auch schon den Tag erreicht. Halten uns mal rechts. Ja, ich weiß, ich wollte mich ja nur beeilen, dass ich noch über die Ampelphase mitnehme. Dreißig klingt vernünftig für die Kurve. Und wir beschleunigen aus der Kurve raus. Kann eigentlich auch schon wieder auf 65 gehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Runter auf 55 gegangen für die Kurve. Und nicht auf 50. Wie gesagt, ich orientiere mich am besten Fall auch an die Schilder. An den gelben Schildern. Vor allem, wenn ich mit Trailer unterwegs bin. Schleudern kann ich dann im Nachhinein ja nochmal. Ja, 4 Stunden sind gut.
Sind wir bei ungefähr 30 Stunden Fahrzeit noch, plus minus? Boah, ich weiß nicht. Es kann halt echt gut sein, dass ich dann nochmal pennen muss. Wir sind jetzt ungefähr 8 Stunden unterwegs. 8 plus die 6, die glaube ich gerade noch standen, na, wobei. Könnte allerdings sein, dass kurz vor Bend die Müdigkeit hier wieder reinkickt. Rein nach Utah. Gehen wir runter auf 30. Das war sehr rechtzeitig. Runter auf 30. Go straight. Ich befürchte, dass vorne Stay right. einer auf rechts abbiegen macht. Aber ist jetzt auch grün. Von daher auch irrelevant. Ich fahre geradeaus, ich will nicht rechts abbiegen. Jetzt haben wir natürlich so einen Schleicher vor uns, der nicht aus dem Quark kommt. Auch wieder suboptimal. Denn wir können ja schon ziemlich gut ziehen. Das hat auch so einen späteren Verlauf halt auch so ein bisschen belastend zum Teil. Mal halt deutlich besser wegkommt als die ungetunten Trucks so gesehen. Wobei die können ja auch, glaube ich, mit mehr PS unter einem unterkommen. Glaube ich. Wenn er 55 steht, mit KI vor allem runter auf 25. Ja, ich bin noch gar nicht drauf gegangen. Wird. %. Eigentlich gleich direkt wieder im Bett reparieren den Truck. Natürlich. Wir könnten zwar überholen, aber ist, glaube ich, nicht angebracht. Einfach weniger als 50. Bitte die Möglichkeit zu überholen, danke. Wenn sie kommt, dann jetzt. Sie kommt nicht, denn wir sind beim Hole on the Rock. In the Rock. Beschleunige mal. Er bremst sogar ab. Wie nett von ihm. Ich meine, das sind 1,49, wenn ich es gerade so richtig im Hinterkopf habe, kommt ja auch ein bisschen was Neues von der Schadensberechnung oder irgendwas mit dem Schadensmodell, aber
Was genau, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe mir bisher noch keine Videos angeschaut dazu. Ich glaube, das mache ich mal. Bis morgen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es geht doch auch nochmal safe unter mit der durchschnittlichen Squish-Geschwindigkeit auf 51. Also ich glaube, bei 52 die zu halten, ist glaube ich schon relativ realistisch am Ende. Was am Ende dann hier auf dem Infoboard steht. Interessant, wie ich erst im weiteren Verlauf so ein bisschen Geschwindigkeit aufbaue auf die KI-Trucks. Und dass sie im Einfall deutlich besser wegkommen als ich. Fällt mir jetzt mal gerade so auf. Halten wir es auf der richtigen Spur, sehr gut. Hoch auf 45. Die beschleunige ich auch schon weit vor der Tempo. Ah ne, er meint, die Straße geht einfach weiter. Beschleunige ich auch gerade, ist auch schon ziemlich frühzeitig. Dadurch komme ich auch gerade so ein bisschen weg. Oder kam ich weg von dem anderen? Nächste Gelegenheit, dann links abbiegen. Halten wir uns mal links. Was irrelevant war. Noch ein bisschen höher. 52 Miles per Hour. Vielleicht schaffen wir 53 noch, aber ich bezweifle es. Wir haben einfach viel zu viele Fahrten, die. Die abseits des Freeways sind, oder der Interstate. Turn left. Auf die wir jetzt auch gerade fahren. Timing mal wieder. So, jetzt sollten wir so langsam mal gucken, wo hier Truck Stop ist. Oh, wieder Price rein, ne? Bei Price rein und dann da wieder pennen. Eine Stunde 25, ja. Let's go. Dann rauf da. Rauf da auch nach Price.
Moment, wenn ich jetzt gerade bei 26.000 Meilen bin, auf dem Freightliner Cascadia, wahrscheinlich jetzt so ein bisschen mehr, vielleicht 27.000. Aber wenn ich so schaue, wir sind jetzt bei 13.000 fürs Halloween-Event. Also im Halloween-Event bin ich ja schon dieses Jahr fast die Hälfte der Zeit mit dem LKW gefahren. Also schon krass. Crazy. Ich wollte gerade sagen, kommt nichts, und dann kam noch mal das Auto, das irgendwie im toten Winkel war. Kurvenarsch mit 55. Der nächste wahrscheinlich auch. Ja. Machen wir mal auf ganz entspannt und gehen runter auf 45. Weil die KI mal wieder am Bremsen ist, beziehungsweise uns am Ausbremsen ist. Das heißt, da vorne ein State Trooper könnte. Ich könnte auch beschleunigen auf 65. Auch immer nicht mehr überholt hat. Mal wieder so ein weirdes Manöver. Und wir sind sofort bei Price. Unter 55, ne? Allein wegen der Kurve wird es wahrscheinlich auf 55 sein und der Truck entschleunigt dann ja vorne. Das Tempo geht dann im Unter auf 60 jetzt, habe ich richtig gesehen? Ja. Stay left. Richtung Salt Lake, aber erster Zwischenstopp, den wir noch vorher einlegen werden, ist dann Price. Und da bin ich das Genen. Get ready to turn right. Das ist keine State Police. Aber keine State Trooper. Mist. Stay left and then turn left. Turn left. Da gibt es Platz halten.
Wir schlafen jetzt auf jeden halben Tag über, also wir fahren auf jeden Nacht hinein. Das wird auch, glaube ich, erstmal so ein bisschen so bleiben. Stay right and then continue straight. Go straight. Und wir dürfen auch schon wieder weiter. Taco Kingdom. Tanken muss ich eigentlich ja sogar gar nicht mal, aber ich mach's trotzdem. In der Hoffnung, dass ich nicht wieder 5 Dollar tanke. Nee. Aber war es nicht einmal sogar mehr als 5 Dollar, 5 Cent mehr sogar? Weil ich so drüber nachdenke. So, dann haben wir alles, dann kommen wir wieder weiter. Aber wieder raus. Jetzt haben wir es noch 800 Meilen. ...13 Stunden Fahrzeit. Oh, ich muss noch mal pennen. Ich werde safe noch mal pennen müssen. Stay right. 800... Ja gut, 700 eigentlich, ne? 700 Meilen. Also wir sind eigentlich schon die Hälfte der Strecke jetzt gefahren. Das heißt, dann werde ich wahrscheinlich sogar... ...früher fertig werden, als ich dachte. Also... Doch schon eher um 19 Uhr, aber kurz vor 19 Uhr. Dann kann ich gegen 19 Uhr einkaufen. Ist ja schon mal nice. Und nicht schon eher damit gerechnet, dass ich gegen 19:30 Uhr fertig werde erst hiermit. Den holen wir mal 55. Die Waage hat sie offen. Ich habe noch kein Schild sehen können. Wahrscheinlich hat sie offen. Ne, hat geschlossen. Dann mal hoch auf 55, werden wir durch die schönen Canyons fahren. Zum Glück haben wir gerade niemanden vor uns, der schleicht, die linke Lane endet. Das heißt, wir können wirklich das Optimum ausfahren. Für 50 eigentlich angesetzt, aber. Nee, das passt gut. Dann geht es sogar noch hoch auf 60. Kann ja hier auch schon hochgehen, denn wir müssen ja noch ein bisschen den Berg hinaufziehen, aber es geht glaube ich wieder unter 55. Wow, ja, doch auf 55, jawohl. Also die Landschaft ist auch einfach super schön, finde ich. Also klar, ne? Weitaus anders. In der Deutschland, in Europa wird man hier noch immer eine Burg sehen. Aber das macht das ganze Flair ja auch aus. Also ja. Während den Events wird es auf alle Fälle so in der Überbrückungszeit viele Videos geben, dazwischen vielleicht ein paar.
Werden wir aber sehen, was die Zeit so sagt und bringt. Also wir sind jetzt bei Provo. Und bei Provo geht es wieder auf Interstate. Aber das war ja auch wieder ein kurzer Abschnitt Interstate 15, meine ich, ne? Ich meine ja. Ich halte mich mal kurzzeitig links, auch wenn ich mich eigentlich rechts halten müsste später. Ich hoffe, das war kein Fehler. Vor allem, weil ich auch nicht aus dem Quark jetzt gerade komme. Oder gekommen bin. Ja, es war dumm. Beinahe schon wieder hier Schlagwort sein müssen. Sehr hoch antizipiert. Hat gepasst. Immerhin zwei LKW-Längen gut gemacht. Stay right. Und dann berichten wir jetzt in der Seite 15 erstmal nach Norden und dann geht es Richtung Nordwesten. Auch noch ist Salt Lake City durch. Ich weiß es gerade gar nicht. Noch 600 Meilen nach Bend. Bend? Ja, Bend. Oh. Es kommt eine Maut, glaube ich, gleich. Ach, Maut. Warum bin ich immer im falschen Game? Eine Waage. Mal schauen, ob wir jetzt mal raus müssen. Es wirkte zumindest so, dass der Waage kommen könnte. Aber dem scheint aktuell nicht so zu sein. Das war dann wohl eher so ein allgemeines Ding. Richtung Cheyenne. Ja, wir fahren an Salt Lake City vorbei, alles klar. An Salt Lake City vorbei. Stay left. Ich meine, nach Salt Lake City geht's dann nordwestlich. Über Freeways und Highways nach Bend.
Da haben wir jetzt 250 Stunden Fahrzeit geknackt fürs Halloween Event hier in der ATS mit dem Freightliner Cascadia 2019. Store just opened. Interessiert mich aber nicht so wirklich. Nach Ogden kommt dann Salt Lake City. Belastend. Stay left. Mussten wir doch noch mal raus. £73.134 haben wir schon was getankt. Und dann geht's wieder auf Interstate. Stunden Fahrzeit, 10 Stunden 27, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich glaube, wir verlieren noch mehr Zeit. Haben wir jetzt schon, glaube ich, eine Viertelstunde mindestens verloren. Wir haben nur 27 Minuten, die wir verlieren dürfen. Die wir auch verlieren werden. Weil wir halt nicht 80 fahren. Beziehungsweise nicht 80 fahren können. Pocatello. Aber schon mal. Ja, wir sind sogar schon an Salt Lake City vorbei. Nevermind, Ogden war nach Salt Lake City. Wir kommen ja aus dem Süden. Dann geht es jetzt weiter erstmal auf Interstate 84 und dann später im Verlauf, glaube ich. Wenn ich mich recht noch an der Karte erinnere über Freeways und Highways. Erstmal Richtung Boys. Wie auch immer die Amis es aussprechen. Stay left. Das wäre, glaube ich, echt so ein Fall von ganz kurz vorher. In die Koje hauen. Eieieiei.
Ein schöner Mac-Anthem. Die Rest Areas können wir erstmal getrost beiseite lassen. Wir passieren Idaho. Beziehungsweise wir entern. Wir erreichen Idaho. Wir lassen uns mal vor dem Anthem der UDS Truck. Ich werde aber schneller als wir, deswegen ziehen wir wieder hinter den rein. Er wechselt auch die Spur. So, unter 9 Stunden. Oh. Wir haben eine Minute wieder verloren. Boah, das wird halt echt verdammt eng, ob man da. Ob ich das. Ich muss echt überlegen. Ich muss mir das anschauen, wie ich es mache. Also. Nach aktuellem Stand. Ich gucke mal auf die Karte. Wir gucken einfach mal auf die Karte. Wir schauen mal. Wir analysieren mal den Upladeort, schauen, ob es ist. Das Problem ist, wir fahren halt noch durch Ontario halt komplett durch, ne? The Burns, okay. Ne, wir können hier nicht pennen, das heißt, wir müssen ein gutes Stück noch fahren. Und wir können den Bend nicht reparieren, aber wir müssen noch ein gutes Stück danach fahren. Ist das eine halbe Stunde oder so oder weniger? Ich glaube sogar mehr als eine halbe Stunde. Mal schauen, wir schauen mal, aber ich glaube, wir müssen vorher schlafen. Ich gucke nochmal kurz nochmal nach, anpeilen, wo wir sonst schlafen müssen. Ja, wahrscheinlich kurz nach Burns. Wahrscheinlich muss ich nach Burns hin mich hinhauen, kurz vorm Upladeort. Ich glaube, es ist echt unausweichlich. Aber wie gesagt, ich halte es einfach mal im Auge. Aber wir machen eigentlich gar keine Zeit gut, weil wir. Ich glaube, jetzt dürfte es wahrscheinlich sogar so sein, dass wir die Zeit eher halten. Weil wir nur 5 Mal unter dem Speedlimit sind, 9 Stunden. Ja, wir sind immer noch bei einer halben Stunde. Ich glaube, Ontario wird entscheiden, ob es passt oder ob es nicht passt. Und wie viele Wagen noch offen sind, wo wir gezwungen sind rauszufahren. Wo uns der Bypass nicht vorbeilässt. Nice. Es hat aber auch wieder ein bisschen Zeit gekostet. Die linke Spur war nicht ganz frei. Das heißt, reparieren wird nicht drin sein. Die 5% Hürde müssten wir ignorieren. Oder muss ich da ignorieren, wenn ich sie erreiche? Und auf 55. Aber das kann ich auch beim Schild erst machen. Dann ist ja nicht vorgeschrieben, dass wir die 55 fahren.
Von daher ist es nur empfehlenswert und Bobtail würde es wahrscheinlich eher weniger machen. Wobei wahrscheinlich schon, weil wir doch schon ziemlich schnell fahren, wenn wir mit 70, aber. Weil das Einfädeln wieder so problematisch ist. Mit 30 auf die Interstate, super. Oh, nice. Mit der untergehenden Sonne. Schon wieder nochmal eine Nachtfahrt. So ein bisschen, ne? Wir freuen ja in die Nacht hinein. Haben wir schon mal bei 3:30 morgens? Also, wir haben ja doch schon Zeit wieder verloren. Mächtig Zeit verloren. Es ist halt wunderbar, dass wir eigentlich super langsam, also nicht super langsam, aber dass wir weit ein bisschen unter dem Speedlimit sind, aber trotzdem halt schneller als die KI-Trucks, weil wir halt eine 605 PS haben. Jetzt zieht er an, oder? Weil dürfte er glaube ich gleich Platz machen. Nee, noch nicht ganz. Aber gleich sollte er bremsen. Der Peter will das glaube ich gewesen sein, oder? Ah, nee. Freightliner müsste es sein. Ein Kollege mit dem gleichen Truck. So, wir können hier glaube ich mal eben rüber. Meilen bis Bend. Und ich schätze mal so 80 Meilen bis Oregon. Vielleicht auch 140. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann wird sich entscheiden, wie es aussieht. Wir sind bei 7,7. Naja, wir haben jetzt halt nur 20 Minuten, also das bringt nichts. Also nach, also ja, nach, keine Ahnung, habe ich vergessen, vor Bend wird gepennt. Wobei ich es fast eigentlich auch jetzt schon machen könnte, dann lohnt sich das Pen danach. Ich glaube, ich fahre beim nächsten einfach mal raus. Also kurz vor der nächsten. Kurz vor der nächsten gebauteren Stadt. Neues Level gibt es bei dieser Fahrt auch, nach dieser Fahrt auch. Ich denke mal auch ein halbes Level nochmal. Maybe. Ist ja schon eine weitere Strecke. Ja.
Terminal Rest Area. Könnte sogar vor Ontario sein. Könnte. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ja, ich bin sehr gespannt immer noch. Es ist nur noch nicht passiert. Wie die Sonnenuntergänge, die klaren Sonnenuntergänge dann aus in der neuen Skybox. Oh. Nun. Ich hätte hier auch rausgekommen. Hier wäre ein Truckstop gewesen. Egal, next stop rest area. Ja, auch sogar direkt danach ist. Und es ist. Ah, na, bei Boas. Okay, Tampa. Ist ja noch ein bisschen weit vor Ontario. Ontario war ja kurz davor. Und hier entlang für Trucks and Trailers. Go straight. Ich hau mich mal direkt hier aus, oder? Und dann wird es in der Tagesfahrt werden wieder. Der restliche Abschnitt. 18.05 Uhr haben wir. Sollen wir eben hier, ne? Switch hier, Bachbrütteln. Und dann haben wir noch 300 Meilen. Kommt nix. Passt jetzt, wachst Luft. 300 Meilen, 5 Stunden. 20. Kurze Abschnitte jetzt noch. Und dann sind wir gegen Abend da. Ich hätte nochmal, gut, gegen Mittag sind wir da, dann wird's dann, dann fahren wir, glaube ich, so circa gegen 20 oder beim nächsten Tag, am nächsten Tag dann los. Schätzungsweise, beziehungsweise um 23 Uhr eher. Also fahren wir in den Tag hinein beim nächsten Mal. Wo auch immer die letzte Reise des Tages für mich heute hingeht. Für euch gibt es das Ganze dann morgen. Man merkt, Boas und Temper, nicht Temper, wie komme ich auf Temper? Na gut, weil ich es am Anfang nicht gesehen habe, aber... Es gibt ja auch nicht, gibt es das? Das muss ich nachgucken. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja noch nicht Temper Tennessee, aber... Das wäre, glaube ich, Florida und irgendwo im Mittleren Westen. Mittelamerika, also Mittleren von den USA. Aber könnte Tampa kommen? Zunisch. Hab's gerade nicht auf dem Schirm. Aber da informieren wir auch nochmal drüber, ne? Also. Das letzte Video vom Halloween-Event könnt ihr nochmal
Na, ein paar Themen mehr. Könnte mit ein paar Minuten mehr bestückt sein. Stay left. Dann ist hier, glaube ich, Nampa, genau, und dann sind wir gleich bei Ontario. Ich merke gerade, ich kann ja auch allein aufgrund der Miles per Gallon Statistik, kann ich ja auch sogar berechnen, wie viele Gallonen das gewesen sind. Für die Statistik, für die Auswertung. Und auch ganz, ganz grob eine Zeit, eine Preisspanne. Also ich glaube, wir hatten ja 2,73 Dollar pro Gallone und 5,5 Dollar. Aber mindestens 5 Dollar auf alle Fälle. Hat man ja auch eine Preisspanne, wie viel Geld allein ausgegeben wurde. Ne? Also Einnahmen, Ausgaben, Reparatur, na klar, Reparatur schwierig, aber Reparatur vielleicht 2000. Aufgrund der Anteile, die man ja nur leisten muss, die ja so zwischen 200 und 400 Dollar sind, also vielleicht so 2.000 bis 3.000 kann man, glaube ich, als Kosten nehmen für Reparaturen. Stay right and then exit right. Exit right. Der uns brutal uns rechtzeitig runtergebremst. Nee, nicht ganz. Hätte ich früher mitnehmen sollen. Hätte ich früher schon runterbremsen sollen. 5% Hürde noch nicht erreicht. Sehr schön. Ich bin überrascht. Hallo, ich wollte da gucken. Dankeschön. Meine Güte. Dass die Tasten gerade noch wenig annimmt. Ist auch wieder belastend. Ja, ich wollte nur beschleunigen. Dass ich auch ja die Ampel noch mitnehmen kann. Ich glaube schon, dass Ontario uns doch schon Zeit gekostet hätte. Vielleicht nicht unbedingt viel, aber es hätte viel sein können. Deswegen, also es war nicht, es war, wir wären halt wahrscheinlich, vielleicht hätte ich es wahrscheinlich sogar so geschafft, dass er dann übermüdet quasi dann erst zum Startplatz gekommen wäre oder vielleicht sogar übermüdet noch abgeladen hätte. Also es war nicht verkehrt. Am zweiten würde ich sagen. Und vorher sich aufs Ohr zu hauen. Durch die Wohnsiedlung durch. Get ready to turn right. Ja, können wir machen. Uns bereit machen. Turn right.
freie Bahn. Und wir orientieren uns mal links. Stay left and then turn left. Turn left. Running hinüber und Bend. Ich erinnere mich, glaube ich, wieder. Stay right and then turn right. Turn right. Ne, wobei, wir waren gar nicht bei Ben, wir waren bei Burns. Aber wir fangen jetzt an Burns vorbei nach Bend. Schön auch hier mit dem Mais, mit dem riesen Maisfeld. Mal gucken, um 19 Uhr, wenn ich 19 Uhr los bin, dann bin ich gegen 8 wieder hier, gegen halb 8, dann, ja, je nachdem, bin ich dann gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr dann fertig. Mal runter auf 25 war das. Soweit ich weiß. Nee, es waren die 30 hier. Die 25 waren auf der anderen Seite. Ja. So war es gewesen, so nicht anders. Jetzt dürfen wir erstmal nur 60. Ich glaube nochmal die Kurve wahrscheinlich am Vor mit 55. Die wir noch nicht erreicht haben von der. Oh, es wird nochmal kurvenreich. Es wird nochmal kurvenreich. Ich erinnere mich. Nicht wirklich, aber. Es wird kurvenreich. Dann bleiben wir mal den 55. Ich glaube, es geht gleich jetzt noch runter auf 50. Oder sogar 45 für die Kurve. Der Kurvenabschnitt 45, jawohl. Auch gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube auch schon allein dieser Kurvenabschnitt, dieser Streckenabschnitt, der hätte zusätzlich zu Ontario nochmal ordentlich reingekickt. Also. Es war eigentlich unausweichlich vor, sich aufs Ohr zu hauen. Aber ja, jetzt beende ich mich wieder diesen Streckenabschnitt. Vorne mit den 35. Junction, glaube ich, sind wir jetzt. Zumindest
sah es so für mich aus beim Vorbeifahren. Dann dürfen wir jetzt auch prinzipiell beschleunigen auf 60. Aber die KI braucht ja ein bisschen. Und es geht gleich nochmal den Berg hinauf oder den Hügel hinauf. Oder zwischen Hügeln, über den Hügel, ja. Zwischen Bergen, über den Hügel, auf dem Hügel, wie auch immer. Es ist halt auch schön, die Landschaft wieder. Ich glaube, es geht noch ein ganzes Stückchen so weiter. Mit der Art der Strecken, des Streckenabschnitts. Und geschwindigkeitsmäßig, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter runter. Es wäre, glaube ich, die letzte Rest Area gewesen, die wir hätten nehmen können. Junge, Junge, Junge. Wie weit er einfach abgebremst wird. Nach Walbert wieder, na ja, genau. Von Walbert nach Walbert. Dann ist doch immer so schändlich hier hin und her. Go straight. Des Landscaping Trucks. Geben würde. Dann kämen wir auch ein bisschen voran. Oh, deutlich schneller voran. Ja, gut, zeitlich gesehen super in der Zeit. Noch eine Waage nehmen wir mit. Müssen wir bestimmt raus. Zu früh abgebremst. Mal gucken, wie der Sprit verbraucht, scheinbar. Das letzte Mal, als ich lang gefahren bin, musste ich auch raus. Die Waage mag LKW-Fahrer einfach nicht. Und zieht die konsequent raus. 2 von 2 zumindest. Caution. Please mind the speed limit. Wir sind in Burns. Go straight. Stay right, and then turn right. Turn right.
letzten 100 Meilen nach Bend. Und es ist halt echt gut, dass ich gepennt habe, glaube ich. Also ich glaube, es war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Auch weil ich das Thema jetzt gerade schon wieder aufgreife, aber... Warum sind die denn so schnell da vorne? So eine kleine Dip. Go straight. Hier wird einfach immer gehupt. Da zu schlafen ist auch, ich glaube ich, ein kein beneidenswerter Platz. Wenn das immer am Piepen ist. Ich feiere, wir haben ein Stückchen, acht Stückchen. Ein bisschen früher einkaufen. Könnte ich machen, wobei, naja, mal schauen. Ich glaube, es wird sogar eher später als 17 Uhr, als 19 Uhr. Keine Bushaltestelle, oder Platz. Gut, zur Rest Area? Maybe. Sogar gefühlt noch lange 80 Meilen. Das wird auch wild, also wird auch wilde lange Fahrten, wenn Amerika mit allen DLCs durch ist. Wenn es alle DLCs gibt. Ich glaube, diese Rest Area ist noch eine andere und dann dürfen wir bei der Abladestelle sein. Oder auch nicht. Das war die andere da hinten. Auch wieder sogar eine befestigt hier auf dem Land. Haben ist wir es ja gleich geschafft gesehen. Habe ich mal angefangen aufzunehmen, diese Fahrt. Vor 2 Stunden, glaube ich, ne? So 16:30 war das, glaube ich. Weniger als gedacht, glaube ich. Ich glaube, ich habe schon mit mehr gerechnet. Ich glaube, wir haben mit 2,5 Stunden gerechnet. Ein 2,5 Stunden Video.
Ich werde auch schon fast vorm. Dann kann ich mich wirklich auf Dings konzentrieren. Also. Das erste ETS-2-Video, wo es durch die Straßenkanäle ging, das ist ja verdammt gut angekommen. Das ist ja durch die Decke gegangen. Zwischenzeitlich. Also für meine Verhältnisse natürlich, also ganz klar. Aber sehr gut, das freut mich. Mal schauen, wann es wieder abebbt und wo es dann ist. Den aufrufen. 8 Meilen noch. Nächste Abfahrt ist an unsere. Ich denke mal, es geht immer runter. In der Geschwindigkeit. Stay right and then turn right. Ja, schon wegen der Ampel. Geht das runter? Nicht so weit runter, aber runter. Turn right. Stay left, then turn left. Turn left. Sogar instant via left. Links. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Ich sehe aber gar nicht wohin. Ah, hier. Das ist doch richtig im Überblenden. Sehr schön. Das war eine lange Fahrt. Jetzt endlich abgeschlossen ist. Da war das die vorvorletzte Fahrt. Halloween Trees von Las Cruces nach Bend geliefert. Gefahrene Strecke 1373 Meilen, knapp 2 Stunden, 216 Gallonen Verbrauch. Das war der 120. ATS World of Trucks Auftrag. 110.000 gab es, oder 109.000 gab es dafür, 2.700 Erfahrungspunkte nur. Aber ein neues Level, Level 26 und ungefähr ungefähr 40% vom Level so zum 27. Wir können noch mehr Fernfahrten machen. Wir waren limitiert auf 1.600, wir waren bei knapp 1.400. Jetzt geht's hoch auf bis zu 2.500 Meilen und danach. Danach geht's einfach absolut bergauf. Bergab, bergauf. Also, ja. Von A ganz nach Z. Also. Ich befürchte, die nächsten Fahrten werden noch länger. Wir sind jetzt bei 1,1 Millionen. Mal schauen, wie es aussieht. Wobei erstmal Aufrüstungsteile, was wir so haben. Neue Seitenbekleidung von Chrome Truck. Chrome Tank. Millionen, es steht dort geschrieben. Sehr schön. Schlafplatz in Bend, selbstverständlich. Truckstop, wie gesagt, gibt's. Werkstatt gibt's nicht. Da wollen wir hin. Nochmal 4 Meilen. Turn left. Get ready to turn left. Wir können einfach spaßeshalber mal schauen, wie lang das morgige Video werden könnte, was für eine lange Strecke es wird. Ich meine 1600 bis 2500 Meilen, das ist natürlich ein ordentlicher Unterschied.
Das kann echt brutal nochmal lang werden, also es könnte echt noch immer sogar so sein, dass ich eventuell überlegen sollte. Wie viel Platz ich nach vorne habe. Erst bei der 5%. Da vorne brennt es. Oh, löschen die. Und ich glaube, das sind Dinge hochgegangen. Mist. Oh. Cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen vom Zufallsevent. Daran könnt ihr mich erinnern. Ich glaube, ich fahre hier einfach. Oder auch nicht über die Tankstelle, weil ich nicht den Platz dafür habe. Alter, fahrt doch! Ich hätte den Shortcut genommen. Ja, wo auch immer die herkam. Ich will es glaube ich gar nicht wissen. Stay right and then turn right. Turn right. Biegen wir jetzt mal rechts ab. Und dann gucken wir mal kurz. Wohin es gehen könnte. Externe Aufträge. Bis nach Houston. 2000. 100 Meilen. Das wäre dann ja quasi ein Äquivalent. Das wäre dann 3 Stunden Video, ne? Also das ist... Dann wäre es 22 Uhr. Ich glaube, ich würde dann schon eher passen und dann eher sowas wie Colorado Springs machen. Clinton ist auch schon too much dann wieder so ein bisschen zeitlich. Aber es gibt ja noch genügend Kurse dafür, die anderen Aufträge, ne? Von daher... In dem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns dann im nächsten Video morgen wieder im vorletzten Halloween-Event-Video 2023. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.